Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Viele Leute haben sich's gewünscht, ich zeige heute mal meine Mods. Ich zeige euch noch ein paar andere Sachen, was Mods angeht. Und als allererstes erstmal, was ist ein Mod? Mod-Modifikation in Minecraft heißt einfach nur ein paar zusätzliche Features in-game. Wie hole ich mir die Mods? In Minecraft gibt es ja sowas, das heißt Vanilla oder Forge. Ich habe Forge. Ich nutze dafür keine Clients. Es gibt natürlich noch sowas wie SBI oder Sky Client. Darauf gehe ich später nochmal kurz ein. Ich nutze selbst Forge und zeige daher jetzt einfach mal die Mods dafür, also keine Mods von einem Client. Beginnen wir auch schon einmal mit meiner Mods-Liste. Da drauf steht der Denker Skyblock Mod, Dungeon Rooms, Labby Mod, Not Enough Items, Optifine, Scribble Tooltips, Skyblock Addons und Skytills hier auch nochmal eingeblendet. Wichtig, downloadet euch die nur von den offiziellen Seiten Discords. Ich werde jetzt hier nicht mehr einblenden, weil ich selbst keine Ahnung mehr habe, wovon ich die alle habe. Ich habe teilweise welche zugeschickt bekommen. Danke auch nochmal an Borrowing Things, der hat mir da ein bisschen geholfen damals. Und ich werde euch jetzt einmal zeigen, was jeder einzelne Mod so ungefähr tut. Fangen wir an mit Denker Skyblock Mod. Also grundlegend erstmal alles, was ihr gerade in dieser Menüfolge seht. Der hat sowas wie einen XP-Tracker oder wie ihr das vielleicht auch schon vom Experimentation Table kennt, die Solver. Also wenn ihr die verschiedenen Aufgaben macht, zeigt es euch einfach an, was ihr zu klicken habt. Öffnen könnt ihr dieses Einstellungsmenü mit /DSM. Ist zu empfehlen, ist aber ein eher etwas kleinerer Mod. Ein etwas wichtigerer Mod für Dungeons ist zum Beispiel Dungeon Rooms. Der zeigt einfach alle Orte an, wo es die Secrets gibt. Jeder von euch kennt das, ihr geht in Dungeon rein, müsst Secrets machen für S+-Score. Es zeigt euch alle Orte farbig markiert und teilweise sogar noch Orte, wo ihr durchskippen könnt. Also wer das weiß, Dock of Stonks, man kann sich dadurch Wände buggen. Das kann das Ganze deutlich erleichtern und viele Orte davon werden dabei auch gezeigt. Ist ein absolutes Muss für jeden, der Dungeon spielt. Auch wenn ihr alle Orte kennt, holt es euch einfach. Ihr werdet sonst von euren Dungeon-Mates in den höheren Floors einfach fertig gemacht, wenn ihr die Secrets nicht könnt. Ich habe zwar vorhin gesagt, ich nutze keine Clients, indirekt aber schon, und zwar Labby-Mod. Labby-Mod ist nur für mich persönlich. Ich muss jetzt keinen großen Vortrag drüber halten. Ich nutze es nur, weil ich es einfach priorisiere gegenüber allem anderen. Hat eigentlich nichts mit Skyblock zu tun, daher irrelevant. Etwas extrem Großes, wahrscheinlich auch ziemlich Bekanntes, ist Not Enough Updates. Vielleicht kennen manche von euch aus der Mod-Szene Not Enough Items. Not Enough Updates ist sowas ähnliches, halt eben nur für Skyblock. Es zeigt euch eine Liste von allen möglichen Items, die ist riesig, also die hat wirklich jedes Item. Zudem zeigt es unter jedem Item auch noch sowas wie einen Rough-Craft-Kostpreis an. Und natürlich auch die ganz normalen Preise für die Items, bezogen auf den AHA. Wichtig ist, die Preise sind natürlich wirklich nur Lowest Bin im AHA, also zeigen nicht sowas wie Enchant-Preise darauf oder sonstiges. Wie man gerade vielleicht sieht, ich benutze Optifine, vor allem für die Aufnahmen. Optifine hat natürlich auch das mit dem Ranzoom, genau das hier. Und halt eben noch dieses Feature mit dem Shader. Ob man jetzt Optifine nimmt oder nicht, kann jeder für sich selbst entscheiden. Ich finde es schon ganz schön, uns drin zu haben. Man muss ja keinen Shader reinnehmen. Das nächste ist wieder für Skyblock ein wenig relevanter, und zwar Scrollable Tooltips. Das hat eigentlich nur eine Funktion, und zwar, dass man Item Descriptions hoch und runter scrollen kann. Vor allem bei den Skyblock Items sieht man sehr oft, dass die irrsinnig lange Descriptions haben. Vor allem in dem AHA wird das Ganze ja noch größer. Wenn ihr euch die nun nicht mehr ganz angucken könnt, vor allem weil ihr zum Beispiel die UI-Größe auf groß habt, wie der Name eben schon sagt, dann kann euch das helfen. Ihr könnt hoch und runter scrollen und euch alles durchlesen. Ein etwas größerer Mod, den ich auch noch benutze, ist Skyblock Addons. Skyblock Addons ist eigentlich für alles mögliche kleinere da. Es kann euch sowas anzeigen wie die Speed-Prozent oder die EHP, also Effective Health Points. Das sind einfach dann kleine Anzeigen auf eurem Bildschirm. Es hat auch sowas wie Timer für eure Kombizeit. Oder Message Management, das heißt, wenn ihr zum Beispiel gewisse Messages ausgeblendet haben wollt, könnt ihr das auch machen. In vielen anderen Mods gibt es sowas dann auch, je nachdem, für was die da sind. Aber ich würde mal sagen, wichtigste Mod ist auf jeden Fall Skytills. Skytills hat nochmal mehr alles als alle anderen davor. Es hat auch Funktionen von sowas wie Not Enough Updates mit den Preisen anzeigen. Da würde ich aber einfach Not Enough Updates empfehlen, also NEU, das ist die Abkürzung dafür. Skytills hat generelle Solver, zum Beispiel in Dungeons für Slayer, für sonstiges. Es hat auch einen großen Teil, was Message Management angeht. Die Solver sind aber am relevantesten in den Dungeons. In den Dungeons hat man sowas wie in F7 im Bossraum,
wie hier zu sehen zum Beispiel der Blaze Solver, damit man es einfach hinbekommt, alles zu töten und sich quasi keine Gedanken mehr machen muss. Also die ganzen Mods nehmen einem echt, echt viel ab. Und das ist es auch quasi schon. Das sind meine Mods, mit denen ich normalerweise hantiere. Wie ihr euch einen Mod mit Forge installiert, würde ich euch einfach ein anderes YouTube-Video empfehlen. Es ist relativ simpel, ihr müsst eigentlich nur in Minecraft in euren Mods-Ordner gehen, wenn ihr Forge installiert habt. Forge könnt ihr einfach googeln, gar kein Problem. Jetzt wollte ich nochmal so ein bisschen auf die Alternativen eingehen. Zum einen gibt es da Clients wie der Sky-Client, der sowas anbietet, oder auch sowas wie BRC. BRC hat inzwischen relativ ausführliche Skyblock-Features, die man durchaus in Erwägung ziehen kann. Damals war das noch ein bisschen anders. Ich selbst bin kein Fan von BRC, ist aber durchaus eine Option. Möchte man ein bisschen Geld ausgeben, um genau zu sein 5 Euro, kann man sich auch mal SBI anschauen. Also Skyblock Extras. Das ist extra dafür gemacht. Ist halt kostenpflichtig. Fasst dafür aber so ein bisschen die ganzen Vorteile von Skyblock Add-ons, Guides und noch ein paar anderen Skyblock-Sachen einfach in eins zusammen. Wem das bereit ist, auszugeben, kann das machen. Ich selbst habe das nicht gemacht, einfach weil ich es ab einem gewissen Punkt für unnötig halte. Vielleicht kaufe ich es mir auch irgendwann selbst nochmal. Ist ganz euch überlassen. Ich hoffe, euch haben meine Mods weitergeholfen. Falls ihr auch welche Fragen habt oder Videovorschläge, sowas wie das hier, das ist nur dadurch entstanden, dass ihr das vorgeschlagen habt, schreibt es in die Kommentare, gebt ein Like und ein Abo. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!